Die Anatomie des Staates von Murray N. Rothbard, für das Ludwig von Mises Institut, ins Deutsche übersetzt von Norbert Lennartz, gelesen von Andreas Tank. Erstens: Was der Staat nicht ist. Der Staat gilt den Leuten als etwas, das sie nahezu grundsätzlich als Autorität ihrer sozialen Belange betrachten. Einige Theoretiker verehren den Staat als die Apotheose der Gesellschaft. Andere betrachten ihn als liebenswürdige, wenn auch oft ineffiziente Organisation zur Erreichung sozialer Zwecke. Aber fast alle betrachten ihn als ein notwendiges Mittel zur Erreichung der Ziele der Menschheit. Ein Mittel, das sich gegen den privaten Sektor erstreckt und dabei oft im Wettstreit um Ressourcen gewinnt. Mit dem Aufstieg der Demokratie hat sich die Identifikation von Staat mit Gesellschaft verdoppelt, bis dass es üblich wurde, Gefühlsausdrücke wie "Der Staat sind wir" zu hören, die geradezu jeden Grundsatz der Vernunft und jeden gesunden Menschenverstand übertreten. Das nützliche kollektive Wörtchen "wir" hat eine ideologische Verschleierung ermöglicht, um über die Wirklichkeit des politischen Lebens gestülpt zu werden. Wenn wir der Staat sind, dann ist alles, was ein Staat gegenüber einem Individuum macht, nicht nur gerecht und untyrannisch, sondern auch freiwillig, was den Teil des Individuums angeht. Wenn der Staat durch eine Gruppe von Menschen eine riesige Staatsverschuldung angehäuft hat, die durch Steuern einer anderen Gruppe zurückgezahlt werden muss, dann wird diese Realität der Last durch den Ausdruck "Wir schulden es uns selbst" verdunkelt. Wenn der Staat einen Mann zum Wehrdienst verpflichtet oder ihn wegen einer abweichenden Meinung ins Gefängnis wirft, dann tut er das zu sich selbst. Und daher ist nichts Ungehöriges passiert. Unter dieser Art der Begründung wurde jeder von der Nazi-Diktatur ermordete Jude nicht ermordet. Stattdessen haben sie Selbstmord begangen, weil sie ja der demokratisch gewählte Staat waren. Und deshalb war alles, was der Staat mit ihnen tat, freiwillig, was ihren Teil angeht. Man würde nicht denken, dass es notwendig wäre, auf diesem Punkt herumzureiten. Doch noch immer hängt die überwiegende Masse der Menschen diesem Trugschluss mehr oder weniger an. Wir müssen daher hervorheben, dass wir nicht der Staat sind. Der Staat ist nicht unser. Staat repräsentiert nicht in irgendeiner sauberen Weise die Mehrheit der Menschen. Aber selbst wenn er es täte, selbst wenn 70% der Menschen entschieden, die anderen 30% zu ermorden, würde dies immer noch Mord bleiben und kein freiwilliger Suizid, was den Teil der abzuschlachtenden Minderheit angeht. Keine biologistische Metapher, keine irrelevante Plattitüde, dass wir alle gegenseitig Teil des Ganzen wären, darf erlaubt sein, um diese grundsätzliche Tatsache zu verschleiern. Wenn der Staat also nicht unser ist, wenn er nicht die menschliche Familie ist, um über gegenseitige Probleme zu entscheiden, wenn er nicht ein Kaffeekränzchen oder ein Tonverein ist, was ist er dann? In Kürze: Der Staat ist die Organisation der Gesellschaft, die versucht, in einem territorialen Gebiet ein Monopol auf den Gebrauch von Macht und Gewalt aufrechtzuerhalten. Während andere Individuen oder Institutionen ihr Einkommen durch Produktion von Gütern oder durch Dienstleistungen und durch friedlichen und freiwilligen Verkauf dieser Güter und Produkte erhalten, ist insbesondere der Staat die einzige Organisation in der Gesellschaft, die ihre Einnahmen aufgrund von Zwangsanwendung erlangt. Also letztendlich durch den Gebrauch des Bajonetts und durch die Behandlung mit Zuchthaus, um genau zu sein. Hat der Staat einmal durch Macht und Gewalt Einnahmen erhalten, fährt er üblicherweise damit fort, auch die anderen Handlungen seiner einzelnen Bürger zu regulieren und zu diktieren. Man würde denken, dass die einfache Beobachtung aller Staaten durch die Geschichte über den ganzen Globus diese Behauptung genügend belegen würde. Aber durch lange staatliche Aktivität zog der Mief des Mythos so sehr ein, dass man gründlicher als gründlich auslüften muss. Zweitens: Was der Staat ist. Nackt wird der Mensch in die Welt geboren und muss lernen, seinen Verstand zu gebrauchen, um die ihm von der Natur gegebenen Ressourcen zu nutzen und sie in Formen und an Orte zu bringen, zum Beispiel durch Einsatz von Kapital, wie und wo sie für die Befriedigung der Bedürfnisse und die Verbesserung ihres Lebensstandards genutzt werden können. Der einzige Weg, dies zu tun, ist durch den Gebrauch seines Verstandes und seiner Energie, um Ressourcen umzuwandeln, Produktion, und den Austausch dieser Produkte für Produkte, die von anderen hergestellt wurden.
Der Mensch hat verstanden, dass im freiwilligen Prozess gegenseitigen Tausches die Produktivität und damit der Lebensstandard aller Beteiligten im Austausch enorm steigen kann. Der einzige natürliche Kurs für den Menschen, um zu überleben und Wohlstand zu erreichen, ist daher durch Gebrauch seines Verstandes und seiner Energie im Produktion- und Tauschprozess teilzuhaben. Er tut dies zunächst durch Auffinden natürlicher Ressourcen und dann durch Umwandlung und durch Vermischung seiner Arbeit mit diesen, wie Locke es formuliert, womit er sein persönliches Eigentum definiert und dann seine Erträge gegen anderes Eigentum anderer, die ebenso streben, einzutauschen. Der sozial diktierte Weg durch die Erfordernisse der Natur des Menschen ist deshalb der Weg der Eigentumsrechte und des freien Marktes als Gabe oder Ergebnis solcher Rechte. Durch diesen Weg haben Menschen gelernt, die Dschungelmethoden des Kampfes über knappe Ressourcen zu vermeiden, sodass A sie nur auf Kosten von B erreichen kann. Stattdessen haben sie begriffen, dass sie ihre Ressourcen friedlich und harmonisch durch Wertschöpfung vervielfachen können. Der berühmte Soziologe Franz Oppenheimer zeigte auf, dass es zwei gegenseitig ausschließende Wege gibt, Wohlstand zu erreichen. Einer ist der obige Weg von Produktion und Austausch. Er nennt es das ökonomische Mittel. Der andere Weg ist einfacher, insofern es keine Produktivität verlangt. Es ist der Weg der Besitzergreifung von Gütern und Leistungen anderer durch die Anwendung von Macht und Gewalt. Dies ist die Methode einseitiger Konfiszierung und des Diebstahls fremden Eigentums. Es ist die Methode, die Oppenheimer das politische Mittel zu Wohlstand nennt. Es sollte klar sein, dass der friedliche Weg von Vernunft und Energie in der Produktion der natürliche Weg für den Menschen ist. Das Mittel für sein Überleben und Fortkommen auf dieser Erde. Es sollte genauso klar sein, dass das zwangsweise ausbeuterische Mittel im Gegensatz zum Naturgesetz steht, denn es ist parasitisch. Anstelle etwas dem Produktiven hinzuzufügen, subtrahiert es etwas davon. Das politische Mittel ist lediglich Wertabschöpfung zugunsten eines parasitischen und destruktiven Individuums oder Gruppe. Und diese Wertabschöpfung subtrahiert nicht nur von der Menge des Produzierten, sondern vermindert auch noch die Anreize für den Produzenten, über seinen eigenen dringenden Bedarf hinaus zu produzieren. Auf lange Sicht zerstört der Räuber seine eigene Lebensgrundlage durch Verminderung und Eliminierung der Quelle seines Bezugs. Aber nicht nur das. Selbst auf kurze Sicht handelt der Räuber entgegen seiner eigenen wahren Natur als Mensch. Wir sind nun in der Position, es besser zu beantworten. Was ist der Staat? Der Staat ist, in den Worten von Oppenheimer, die Organisation des politischen Mittels. Er ist die Systematisierung des Prozesses der Plünderei in einem gegebenen Territorium. Das Verbrechen ist bestenfalls sporadisch und unsicher. Das Schmarotzertum ist kurzlebig und der zwanghafte, parasitische Lebensweg kann jederzeit durch den Widerstand der Opfer abgewehrt werden. Der Staat liefert einen legalen, geordneten, systematischen Abzugsgraben für die Plünderung privaten Eigentums. Er bedient zuverlässig, sicher und relativ friedlich die Lebensweise der parasitischen Kaste in der Gesellschaft. Da Produktion immer der Plünderung vorausgehen muss, geht der freie Markt dem Staat vorher. Der Staat hat niemals einen sozialen Vertrag erzeugt. Er ist immer aus Eroberung und Ausbeutung entstanden. Das klassische Paradigma war ein erobernder Stamm, der in seiner Zeit darin pausiert, einen eroberten Stamm zu plündern und zu morden, um belohnend zu begreifen, dass die Zeitspanne des Plünderns länger, sicherer und angenehmer sein würde, wenn dem eroberten Stamm mit den siedelnden Eroberern unter ihnen das Leben und Arbeiten erlaubt bleibe, so dass ihnen im Jahr nur ein bestimmter stetiger Tribut abverlangt wird. Eine Methode der Geburt eines Staates kann wie folgt illustriert werden. In den südlichen Bergen von Ruritanien organisiert sich eine Gruppe von Banditen, um die physische Kontrolle über ein Territorium zu erlangen, und schlussendlich erklärt sich der Bandenchef selbst als König eines souveränen und unabhängigen Südruritaniens. Und wenn er und seine Gefolgsleute eine Weile ihre Herrschaft und Regeln aufrechterhalten haben, dann ist, siehe da, ein neuer Staat in die Familie der Nationen aufgenommen worden. Und der gesetzmäßige Adel des Reiches besteht aus den ehemaligen Anführern. Drittens, wie der Staat sich selbst bewahrt. Hat sich der Staat einmal etabliert, dann hat die herrschende Gruppe oder Kaste das Problem, ihre Regeln aufrechtzuerhalten. Da Macht ihr Modus operandi ist,
ist deren grundsätzliches und langfristiges Problem ideologisch. Um im Amt zu bleiben, muss jede Regierung, nicht nur eine demokratische Regierung, die Unterstützung der Mehrheit seiner Bürger haben. Es ist anzumerken, dass diese Unterstützung keine aktive Begeisterung sein muss. Es kann auch gut eine passive Resignation sein, wie zu einem unvermeidlichen Naturgesetz. Aber Unterstützung im Sinne einer bestimmten Sorte der Akzeptanz muss schon sein, denn sonst könnte die Minderheit der staatlichen Herrscher eventuell von der Mehrheit des aktiven Widerstandes in der Öffentlichkeit ausgehoben werden. Weil der Raubzug aus produktiven Erträgen finanziert werden muss, ist es notwendigerweise wahr, dass die herrschende Klasse, die den Vollzeitbürokratiestaat konstituiert hat, welche zunächst der Adel war, eher nur eine kleine Minderheit im Land ist. Aber es kann natürlich sein, dass sie Verbündete aus wichtigen Gruppen der Bevölkerung einkaufen. Deshalb ist es immer die Hauptaufgabe der Herrschenden, die aktive oder resignierende Akzeptanz der Mehrheit der Bevölkerung zu sichern. Eine Methode, sich die Unterstützung zu beschaffen, ist natürlich die Erzeugung fest erworbener ökonomischer Interessen. Daher kann der König alleine gar nicht herrschen. Er braucht eine beträchtliche Gruppe von Anhängern, die die Grundvoraussetzungen des Herrschers begrüßen, wie zum Beispiel die Mitglieder des Staatsapparates, wie die Vollzeitbürokraten oder den etablierten Adel. Aber dies sichert zunächst nur die Unterstützung einer begierigen Minderheit und selbst der wesentliche Einkauf von Unterstützung durch Subventionen oder andere Konzessionen und Privilegien bringt noch nicht die Zustimmung der Mehrheit ein. Für die grundlegende Akzeptanz muss die Mehrheit durch Ideologie davon überzeugt werden, dass ihr Staatssystem gut, weise und zumindest unvermeidlich und sicherlich besser als andere vorstellbare Alternativen sei. Die Anpreisung dieser Ideologie unter den Menschen ist die vitale soziale Aufgabe der Intellektuellen. Da die Masse der Menschen keine eigenen Ideen erzeugen oder durch diese Ideen abhängig denken, adoptieren sie passiv die Ideen, die der Körper der Intellektuellen ausgestreut hat. Die Intellektuellen sind daher die Meinungsmacher in der Gesellschaft. Und da es präzise ein Machen einer Meinung ist, was der Staat meist dringend benötigt, wird die Basis der uralten Allianz zwischen Staat und Intellektuellen deutlich. Es ist offenkundig, dass der Staat die Intellektuellen braucht. Es ist nicht so klar, warum umgekehrt die Intellektuellen den Staat brauchen. Einfach ausgedrückt können wir sagen, dass der Lebensunterhalt der Intellektuellen auf dem freien Markt niemals allzu sicher wäre. Einerseits wäre der Intellektuelle so vom Nutzen und Wählen der großen Masse seiner Mitmenschen abhängig. Andererseits ist es gerade charakteristisch für die Massen, dass sie an den intellektuellen Angelegenheiten gewöhnlich uninteressiert sind. Der Staat wiederum ist bereit, den Intellektuellen einen sicheren und permanenten Ankerplatz in seinem Apparat anzubieten. Damit erhalten sie ein sicheres Einkommen und zusätzlich eine schmückende Ausstattung für ihr Prestige. Für die Intellektuellen wird die wichtige Funktion, die sie für die staatlichen Herrscher ausüben, attraktiv belohnt, sodass sie nunmehr Teil dieser Gruppe werden. Im 19. Jahrhundert an der Universität Berlin wurde die Allianz zwischen dem Staat und den Intellektuellen in dem begierigen Wunsch von Professoren symbolisiert, die intellektuelle Leibgarde des Hauses Hohenzollern zu bilden. Am heutigen Tage bleibt uns die aufschlussreiche Bemerkung eines bedeutenden marxistischen Gelehrten bezüglich Professor Wittfogels kritischen Studie des mittelalterlichen orientalischen Despotismus. Die Zivilisation, die Professor Wittfogel so bitterlich attackiert, war eine, die Poeten und Wissenschaftler zu Beamten machen konnte. In unzähligen Beispielen können wir die letzte Entwicklung der Wissenschaft, nämlich der militärischen Strategie, anführen, die im Dienst des größten gewaltausübenden Arms des Staates steht. Darüber hinaus wurde die eigentlich ehrwürdige Institution der Geschichtswissenschaft dazu bestimmt, als Amt oder Gericht für die Sicht der Taten des Herrschers als auch des Vorgängers zu dienen. Zahlreich und unterschiedlich sind die Argumente gewesen, durch die Staat und Intellektuelle seine Untertanen dazu veranlasste, ihre Regeln zu unterstützen. Grundsätzlich können diese Verteidigungslinien wie folgt zusammengefasst werden. A. Die staatlichen Gesetzgeber sind großartige und weise Menschen. Sie regieren durch göttliches Recht. Sie sind die Aristokratie der Menschen. Sie sind die wissenschaftlichen Experten. Viel großartiger und weiser als die guten, aber eher seltenen, einfachen Untertanen. Und B. Regieren aufgrund der Umstände, dass Staat unvermeidbar, absolut notwendig und weit besser ist als die unbeschreibbaren Übel, welche sich beim staatlichen Zerfall ergeben würden.
Der Bund zwischen Kirche und Staat war einer der ältesten dieser ideologischen Kunstgriffe und am häufigsten erfolgreich. Der Herrscher war entweder durch Gott ernannt oder, wie im Fall der Absolutherrschaft vieler orientalischer Despotien, selbst ein Gott. Insofern musste jeder Widerstand als Gotteslästerung aufgefasst werden. Das staatliche Pfaffentum ermöglichte die grundsätzliche intellektuelle Funktion zur Erlangung populistischer Unterstützung und Verehrung für die Herrscher. Ein anderer erfolgreicher Baustein war das Anerziehen von Angst zu jedem alternativen System von Herrschaft und Nichtherrschaft. Die momentanen Herrscher, so behaupten sie jeweils, lieferten ihren Bürgern einen notwendigen Dienst, für welchen sie besonders dankbar sein sollten. Schutz gegen sporadische Kriminelle und Plünderer. Zugunsten des Staates sah man in der Tat, um dessen eigenes Monopol der Plünderei zu beschützen, dass privates und unsystematisches Verbrechen auf ein Minimum gehalten wurde. Der Staat ist auf seinen Schutz immer eifersüchtig für sich selbst gewesen. Besonders erfolgreich war der Staat in den letzten Jahrhunderten im Einflüssen von Angst gegen andere staatliche Herrschaftssysteme. Seitdem das Land auf dem Globus zwischen den jeweiligen Staaten aufgeteilt ist, war es eine der grundsätzlichen staatlichen Doktrinen, sich selbst mit dem Territorium, welches es beherrschte, zu identifizieren. Und da die meisten Menschen dazu tendieren, ihre Heimat zu lieben, war die Identifikation mit dem Land und seinen Menschen und dem Staat ein Mittel der natürlichen patriotischen Arbeit zugunsten des Staates. Wenn Ruritanien und Valdavia angegriffen wurde, dann war die erste Aufgabe des Staates und seiner Intellektuellen, die Menschen in Ruritanien zu überzeugen, dass der Angriff tatsächlich auf sie gerichtet war und nicht einfach gegen die herrschende Kaste. Auf diese Weise wurde ein Krieg zwischen Herrschern in einen Krieg zwischen Menschen umgewandelt, bei dem jeweils alle Leute dazu kamen, ihren eigenen Herrscher zu verteidigen, in dem irrigen Glauben, dass dieser sie beschützen würde. Dieses Mittel des Nationalismus ist nur in den letzten Jahrhunderten der westlichen Zivilisationen erfolgreich gewesen. Es ist noch nicht so lange her, dass die Masse der Bürger den Krieg als irrelevante Schlachten zwischen verschiedenen adligen Gruppen betrachteten. Zahlreich und subtil sind die ideologischen Waffen, die der Staat über die Jahrhunderte angewendet hat. Eine exzellente Waffe war Tradition. Je länger das Gesetz des Staates fähig war, den Staat selbst zu bewahren, umso mächtiger wurde diese Waffe. Von da an ließ sich die X-Dynastie oder der Y-Staat im Glanz der Tradition langer Jahrhunderte erscheinen. Die Verehrung der Vorfahren der Menschen wurde dann ein nicht zu subtiles Mittel der Verehrung der früheren Herrscher. Die größte Gefahr für den Staat ist unabhängig von intellektueller Kritik. Es gibt keinen besseren Weg, diese Kritik im Keim zu ersticken, als jede isolierte Stimme, jeden Urheber neuer Zweifel als profane Verletzer der Weisheit ihrer Ahnen zu attackieren. Eine weitere potente ideologische Kraft ist das Individuum zu missbilligen und das Kollektiv der Gesellschaft zu erhöhen. Da jede gegebene Regel Akzeptanz der Mehrheit impliziert, kann jede ideologische Gefahr zu dieser Regel nur mit einzelnen oder wenigen unabhängig denkenden Individuen beginnen. Die neue Idee, und ganz zu schweigen von der neuen kritischen Idee, muss notwendigerweise als Meinung einer kleinen Minderheit beginnen. Und deshalb muss der Staat jede Sicht im Keim ersticken, die der Sicht der Masse trotzt. Phrasen wie »Hört nur auf eure Brüder« oder »Zugunsten der Gesellschaft« wurden so ideologische Waffen, um individuellen Dissens zu erdrücken. Durch solche Maßstäbe werden die Massen niemals die Nicht-Existenz des Kaisers neuer Kleider erlernen. Es ist ebenso wichtig für den Staat, seine Regeln unvermeidlich erscheinen zu lassen. Gerade wenn ihre Regentschaft unerwünscht ist, so wird es mit passiver Resignation ausgefüllt, als Bezeugung einer vertrauten Verkopplung zwischen Tod und Steuern. Eine Methode dazu ist, historiografischen Determinismus herbeizuführen, um ihn der individuellen Freiheit des Willens entgegenzusetzen. Wenn uns die X-Dynastie regiert, dann ist das, weil unaufhaltsame Gesetze der Geschichte oder der göttliche Wille oder die absolute Rechtskraft oder die materielle Kraft des Faktischen so erlassen haben und nicht wegen irgendwelcher kümmerlichen Individuen, die in der Lage sein dürften, an diesem unvermeidlichen Dekret etwas ändern zu können. Es ist ebenso wichtig für den Staat, seinen Bürgern, den Subjekten, irgendeine Verschwörungstheorie der Geschichte einzuimpfen.
Eine Suche nach Verschwörungen bedeutet eine Suche nach Motiven und eine Zuschreibung von Verantwortung für historische Missetaten. Wenn den Menschen irgendwie eine Tyrannei durch den Staat oder Bestechung oder einen Angriffskrieg überkommt, die nicht durch die staatlichen Herrscher verursacht war, sondern durch mysteriöse und geheime soziale Kräfte oder durch den unvollkommenen Weltstaat oder wenn irgendeine Art Jedermann verantwortlich war. Wir sind alle Mörder, proklamiert so ein Schlagwort. Dann gibt es für die Leute keinen Punkt, sich zu entrüsten und sich dagegen aufzulehnen. Ferner bedeutet eine Attacke auf Verschwörungstheorien, dass Bürger für Begründungen des Gemeinwohls leichtgläubiger werden, welche immer für den Staat eingesetzt werden, um irgendeine seiner despotischen Handlungen voranzutreiben. Eine Verschwörungstheorie kann das System erschüttern, indem es Zweifel an der staatlichen Propaganda aufkommen lässt. Eine andere bewährte und echte Methode, um Bürger in den staatlichen Willen einzuspannen, ist ihnen Schuld einzureden. Jede Steigerung des privaten Wohlergehens kann als skrupellose Habgier, Materialismus oder exzessiver Überfluss attackiert werden. Profitables Unternehmertum kann als Ausbeutung und Wucher attackiert werden. Gegenseitig vorteilhafter Handel kann als Egoismus ausgelegt und irgendwie immer kombiniert werden mit der Schlussfolgerung, dass mehr Ressourcen vom Privaten in den öffentlichen Bereich verschoben werden sollten. Eine eingeimpfte Schuld macht die Öffentlichkeit bereiter, gerade das zu tun. Denn während einzelne Personen dazu tendieren, sich in egoistischer Gier wohlzufühlen, wird im Versagen staatlicher Herrscher, sich im Tausch zu engagieren, ihr Signal in der Hingabe zu höheren und edleren Gründen angenommen. Parasitischer Raub scheint im Vergleich zu friedlicher und produktiver Arbeit moralisch und ästhetischer haben zu sein. Im heutigen säkularen Zeitalter ist das göttliche Recht des Staates durch die Beschwörung eines neuen Gottes namens Wissenschaft ersetzt worden. Staatliche Regeln werden nun unter der Überbewertung der hohen Wissenschaftlichkeit proklamiert, als wenn bei der Konstituierung Experten am Werke wären. Aber während Vernunft mehr als in anderen Jahrhunderten als Maßstab herhalten muss, ist dies nicht der wahre Grund des Individuums und seiner Ausübung des freien Willens. Der Staat ist in seiner Eigenschaft immer noch kollektivistisch und deterministisch. Er denkt immer noch in ganzheitlichen Anhäufungen und er verlangt immer noch die zwangsweise Manipulation passiver Bürger durch seine Herrschenden. Der steigende Gebrauch des wissenschaftlichen Jargons hat den staatlichen Intellektuellen untersagt, sich obskure Apologien für die staatliche Herrschaft zu stricken, die vom Volk eines einfachen Zeitalters nur mit Spott begrüßt würden. Ein Räuber, der seinen Diebstahl rechtfertigt, indem er sagt, er hülfe in Wahrheit seinen Opfern, da er durch seinen Aufwand einen Schub im Einzelhandel hervorrufe, würde wenig Begeisterte finden. Aber wenn genau diese Theorie mit keynesianischen Gleichungen und beeindruckenden Referenzen zum Multiplikationseffekt eingekleidet wird, dann zieht es unglücklicherweise mehr Überzeugung auf sich. Und so greift jeder Zeitgeist auf seine Art auf den gesunden Menschenverstand über und schreitet voran. Ideologische Unterstützung ist so für den Staat lebenswichtig. Der Staat muss unaufhörlich versuchen, die Öffentlichkeit mit seiner Legitimierung zu beeindrucken, um seine Aktivitäten von denen reiner Banditen hervorzuheben. Die unermüdliche Verbissenheit seiner Angriffe auf den gesunden Menschenverstand ist kein Unfall, wie es Mencken plastisch macht. Der durchschnittliche Mensch, was auch immer sonst seine Fehler sind, sieht letztendlich darin klar, dass der Staat etwas außerhalb seiner selbst und außerhalb der Allgemeinheit seiner Mitmenschen ist. Er sieht, dass der Staat eine separate, unabhängige und feindliche Macht ist, nur partiell unter seiner Kontrolle und fähig ist, ihm großen Schaden beizufügen. Ist es eine Tatsache ohne Bedeutung, dass die Plünderei des Staates überall im Gegensatz zum Diebstahl eines Individuums oder gar einer Firma als geringfügiges Vergehen betrachtet wird? Was dahinter steckt, ist, glaube ich, ein tieferer Grund von fundamentaler Gegensätzlichkeit zwischen dem Staat und den Menschen, die er regiert. Staat ist nicht so zu begreifen wie ein gewähltes Komitee von Bürgern, um das kommunale Geschäft der gesamten Bevölkerung weiter zu betreiben, sondern als eine separate und autonome Körperschaft, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, die Ausbeutung der Bevölkerung zum Vorteil der eigenen Mitglieder zu widmen. Wenn ein privater Bürger ausgeraubt wird, dann ist damit ein ehrbarer Mann um die Früchte seines Fleißes und seiner Sparsamkeit gebracht worden. Wenn der Staat ausgeraubt wird,
dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass bestimmte Schurken und Gammler weniger Spielgeld haben als vorher. Die Bemerkung, dass sie das Geld verdient hätten, dient nicht dem Amüsement, aber für die meisten sensiblen Menschen wirkt es trotzdem lächerlich. Viertens. Wie sich das Biest entfesselt. Bertrand de Jouvenil hat weise aufgezeigt, wie über die Jahrhunderte Menschen Konzepte gebildet haben, die dazu entworfen wurden, die Ausübung staatlicher Regeln zu überwachen und zu begrenzen, wobei der Staat mit seinen Kräften fähig war, eine Regel nach der anderen dem eigenen Vorteil zuzuführen, indem er diese Konzepte in intellektuellen Absegnungen und Legitimierungen seiner Dekrete und Handlungen umwandelte. Ursprünglich versprach das Konzept der göttlichen Souveränität, dass die Könige in Westeuropa nur bezüglich Gottes Gesetz regieren durften. Die Könige stempelten jedoch mit dem Konzept der göttlichen Bewilligung jede königliche Handlung ab. Das Konzept der parlamentarischen Demokratie begann als eine populäre Kontrolle über absolute monarchische Regeln. Es endete mit einem Parlament als wesentlicher Teil des Staates, welches in all seinen Handlungen total souverän wurde. So schlussfolgerte Jouvenil: Viele Schreiber der Souveränitätstheorien haben eine dieser restriktiven Hilfsmittel ausgearbeitet. Aber früher oder später hat jede einzelne dieser Theorien ihren ursprünglichen Zweck verloren und wandelte sich mit der kraftvollen Beihilfe eines unsichtbaren Souveräns, mit dem es sich mit der Zeit selbst identifizieren konnte, um letztendlich nur noch als ein Sprungbrett zur Macht zu wirken. Ähnlich geschah es auch mit tiefergreifenden Doktrinen. Die natürlichen Rechte des Individuums, wie sie durch John Locke und im Bill of Rights bewahrt waren, wurden eine juristische Staatsaufgabe. Utilitarismus wechselte von Argumenten für Freiheit zu Argumenten gegen den Widerstand der staatlichen Invasion für Freiheit etc. Sicherlich waren der am meisten ambitionierte Versuch, den Staat zu begrenzen, die Bill of Rights und andere restriktive Teile der amerikanischen Verfassung. Sie sollten als fundamentales Gesetz die Grenzen der Regierung beschreiben und durch ein vom übrigen Staat mutmaßlich unabhängiges Rechtswesen interpretiert werden können. Mit dem Prozess, durch den die Konstruktion der Begrenzung in der Verfassung im letzten Jahrhundert exorbitant erweitert wurde, sind alle Amerikaner gut vertraut. Aber wenige sind so kühn gewesen wie Professor Charles Black, der erkannte, dass sich der Staat, aufgrund einer Entwicklung der gerichtlichen Bewertung über sich selbst, von einem begrenzten Konzept in ein Instrument zur Ausstattung ideologischer Legitimierung der staatlichen Handlungen ausgeschaltet hat. Eine rechtliche Verfügungsgewalt über die Frage, was einem selbst zu entscheiden erlaubt ist, ist ein mächtiges staatliches Einfallstor. Es ist ein implizites oder explizites Urteil über die Verfassung und eine mächtige Waffe für die Pflege öffentlicher Akzeptanz über immer größeren staatlichen Einfluss. Professor Black beginnt seine Analyse im Aufzeigen der ausschlaggebenden Notwendigkeit für jeden Staat durch Legitimierung zu bestehen. Diese Legitimierung kennzeichnet grundsätzliche, mehrheitliche Akzeptanz für den Staat und seine Handlungen. Akzeptanz der Legitimierung wird ein spezielles Problem in einem Land wie die Vereinigten Staaten, wo feste Begrenzungen in die Theorie eingebaut sind, auf die der Staat sich stützt. Was gebraucht würde, fügt Black hinzu, ist ein Mittel, durch welches der Staat der Öffentlichkeit zusichern kann, dass sein wachsender Einfluss tatsächlich verfassungsgerecht sei. Und dies, so schlussfolgert er, sei die hauptsächliche historische Funktion der rechtlichen Bewertung gewesen. Aber lassen wir Black das Problem selbst illustrieren. Das größte Risiko für den Staat ist das der Unzufriedenheit und des Gefühls der Empörung, das sich in der gesamten Bevölkerung ausbreitet, und der Verlust der moralischen Autorität der Regierung, wie lange auch immer es dauert, diese durch Gewalt, Untätigkeit oder dem Fehlen einer attraktiven und sofort verfügbaren Alternative zu stützen. So gut wie jeder, der unter einer Regierung mit begrenzter Macht lebt, muss sich früher oder später irgendeiner politischen Maßnahme unterwerfen, die derjenige in seiner persönlichen Meinung als außerhalb der Kontrolle der Regierung oder der Regierung ausdrücklich verboten ansieht. Ein Mann wird einberufen, obwohl er in der Verfassung nichts über Einberufung findet. Einem Landwirt wird gesagt, wie viel Weizen er anbauen darf. Er glaubt und findet heraus, dass einige angesehene Rechtsanwälte mit ihm glauben, dass die Regierung nicht mehr Rechte dazu hat, ihm zu sagen, wie viel Weizen er anbauen darf, als dass sie ihm sagen dürfte, wen seine Tochter heiraten dürfe. Ein Mann kommt in ein Bundesgefängnis, weil er gesagt hat, was er wollte, und wandert in seiner Zelle auf und ab und zitiert: Der Kongress darf keine Gesetze erlassen, die die Redefreiheit einschränken. Einem Geschäftsmann wird gesagt, was er für Buttermilch verlangen darf und muss.
Die Gefahr ist real genug, dass jeder dieser Menschen, und wer gehört nicht hierzu, das Konzept der staatlichen Beschränkung mit der Realität, wie er sie wahrnimmt, der eklatanten Überschreitung der tatsächlichen Beschränkungen konfrontiert und die offensichtliche Schlussfolgerung zieht, die Regierung hinsichtlich ihrer Legitimität in Frage zu stellen. Diese Gefahr wird abgewendet durch die Darlegung der Lehre von Staatstheoretikern, dass ein Agent die ultimative Entscheidungsbefugnis über die Verfassungsgewalt haben und dass dieser Agent letztlich ein Teil des Bundesstaates sein müsse. Denn während die augenscheinliche Unabhängigkeit bundesbehördlicher Justiz praktisch eine vitale Aufgabe, quasi einen heiligen Erlass für die Masse der Menschen gespielt hat, ist es auch stets wahr, dass die Justiz einen wesentlichen Bestandteil des Regierungsapparates bildet und durch den exekutiven und legislativen Zweig ernannt wird. Black räumt ein, dass dies bedeutet, dass der Staat sich in seinem eigenen Fall selbst als ein Richter eingesetzt hat und so ein grundsätzliches rechtsstaatliches Prinzip verletzt, um gerechte Urteile zu erreichen. Er leugnet schroff die Möglichkeit jedmöglicher Alternative. Black fügt hinzu: Das Problem ist dann, solche staatlichen Mittel der Entscheidung zu ersinnen, die allein aufgrund der artikulatorischen Druckstärke des Einwandes, dass Staat in seinem eigenen Fall Richter ist, denselben hoffentlich auf ein tolerierbares Minimum reduzieren werden. Nachdem das getan ist, kannst du nur noch hoffen, dass dieser Einwand praktisch selbst genug seiner Relevanz verlieren wird, sofern überhaupt noch verteidigungsfähig, dass die Legitimationsarbeit der entscheidenden Institution Akzeptanz gewinnen kann. Letztendlich beurteilt Black in seiner Analyse die staatliche Errungenschaft der Justiz und Legitimation aufgrund der fortwährenden tautologischen Rechtsetzung in eigener Sache als etwas von einem Mirakel. In der Anwendung seiner These auf den altbekannten Konflikt zwischen Supreme Court und New Deal scheltet Professor Black seine Pro-New Deal-Mitstreiter scharf für deren Kurzsichtigkeit im Anprangern gerichtlicher Behinderung. Die Standardversion der Geschichte des New Deal und dem Verfassungsgericht, so akkurat es in seiner Weise ist, verschiebt die Schwerpunkte. Es hält sich an den Schwierigkeiten auf. Es vergisst fast, wie die ganze Sache produziert wurde. Das Ergebnis der Angelegenheit war, und das ist, was ich betonen möchte, dass nach etwa 24 Monaten des Vereitelns das Supreme Court ohne eine einzige Änderung in dessen gesetzlichen Ausarbeitungen, wohl aber in seiner Personalbesetzung, einfach den Stempel unter die Legitimierung des New Deal gesetzt hat und damit unter das gesamte neue Konzept der Vereinigten Staaten von Amerika. Auf diese Weise war das Supreme Court fähig, einer großen Menge von Amerikanern den Laufpass zu geben, die starke verfassungsmäßige Einwände zum New Deal gehabt haben. Natürlich war nicht jeder zufrieden. Der attraktive Kronprinz Charlie, der Verfassungsmäßigkeit der Laissez-faire kommandiert, bewegt noch die Herzen einiger weniger Zeloten im Hochland der cholerischen Unwirklichkeit. Aber es gibt nicht länger irgendwelche signifikanten oder gefährlichen öffentlichen Zweifel daran, dass die verfassungsgemäße Kraft des Kongresses so recht handele, wie sie es mit der nationalen Volkswirtschaft tut. Wir hatten kein anderes Mittel als das Supreme Court, um dem New Deal Legitimation zu verschaffen. John C. Calhoun war ein hauptverantwortlicher politischer Theoretiker im Supreme Court. Da er anerkannt war, war es ihm, nach Blacks Verständnis, möglich, das deutliche Schlupfloch in einer verfassungsgemäßen Grenze des Staates wahrzunehmen und damit das Ergebnis über diese entscheidende Frage. Calhoun begnügte sich nicht mit dem Mirakel, sondern fuhr stattdessen mit einer tiefen Analyse des Verfassungsproblems fort. In seiner Abhandlung, Disquisition, demonstrierte Calhoun die innewohnende Tendenz des Staates, durch die vorgesehenen Begrenzungen einer solchen Verfassung durchzubrechen. Eine geschriebene Verfassung hat sicherlich viele und beträchtliche Vorteile, aber es ist ein großer Fehler anzunehmen, dass die reine Einfügung von Vorkehrungen ausreiche, um die Macht des Staates einzuschränken und zu begrenzen, ohne etwas für die Mittel der Befolgung dessen zu investieren, wofür sie eingefügt werden. Und um zu verhindern, dass die wichtigste und beherrschende Partei vom Missbrauch ihrer Macht abgehalten wird. Ist diese Partei an der Regierung, wird sie von derselben Verfassung der Menschen und dieselbe Kraft angetrieben, die ihnen durch die Verfassung verliehen ist, die den Staat nötig macht, um die Gesellschaft zu schützen, wie sie auch durch die bewahrenden Vorkehrungen aufgehalten wird, die der Verfassung beigefügt sind. Die kleinere oder schwächere Partei wird im Gegensatz dazu die entgegengesetzte Haltung einnehmen und die Vorkehrungen in der Verfassung als ihre wesentlichen Schutz gegen die beherrschende Partei betrachten.
Aber wenn keine Mittel vorhanden sind, durch die sie die herrschende Partei zwingen können, die Einschränkungen der Verfassung zu beachten, bleibt ihnen nur die Zuflucht in einer strengen Konstruktion der Verfassung. Hingegen würde die herrschende Partei gegen eine liberale Konstruktion sein. Es würde also eine Konstruktion gegen die Konstruktion sein. Die eine, um die Macht der Regierung zusammen, und die andere, um sie wieder bis zum Äußersten auseinanderzuziehen. Aber von welchem möglichen Nutzen könnte die strenge Konstruktion der schwächeren Partei gegen die liberale Konstruktion der Herrschenden sein, wenn die eine alle Macht des Staates haben würde, ihre Konstruktion umzusetzen und die andere aller ihrer Mittel zur Durchsetzung entzogen ist? In einem Wettstreit, der so ungleich ist, würde das Ergebnis zweifelhaft bleiben. Die Partei, die die Restriktionen befürwortet, würde überstimmt. Am Ende des Wettstreits würde die Subversion der Verfassung stehen. Die Restriktionen würden endgültig annulliert werden und die Regierung würde in eine mit unbegrenzter Befugnis konvertiert werden. Einer der wenigen Politikwissenschaftler, der Calhouns Verfassungsanalyse aufgriff, war Professor J. Allen Smith. Smith bemerkte, dass die Konstitution mit Checks and Balances konzipiert war, um jederlei staatliche Macht zu limitieren, und hat dann doch ein Supreme Court mit dem Monopol endgültiger Auslegungsbefugnis entwickelt. Wenn die Bundesregierung geschaffen wurde, um Eingriffe in die individuelle Freiheit durch die verschiedenen Staaten zu kontrollieren, wer ist dann da, um die Föderalmacht zu prüfen? Smith behauptete, dass in der Checks-and-Balance-Idee der Verfassung implizit die begleitende Sicht sei, dass nicht einem Ableger der Regierung die endgültige Entscheidungsbefugnis zugebilligt werden dürfe. Das Volk nahm an, dass der neuen Regierung nicht erlaubt würde, die Beschränkung seiner eigenen Autorität zu bestimmen, denn dies würde sie selbst und nicht die Verfassung zum obersten Organ erheben. Die Lösung, die Calhoun vorzog, und später in diesem Jahrhundert auch solche Autoren wie Smith, war natürlich nur die altbekannte Lehrmeinung der konkurrierenden Mehrheit. Wenn demnach ein substanzielles Interesse einer Minderheit im Land, insbesondere die Regierung eines Föderalstaates, glaubte, dass die Bundesregierung ihre Macht unbefugt ausdehne, hätte die Minderheit das Recht der Ausführung als verfassungswidrig zu widersprechen. Auf staatliche Regierungen angewendet, verlangte diese Theorie nach dem Recht der Annullierung der Bundesgesetze oder nach Bestimmungen innerhalb der Rechtsprechung. Theoretisch würde das daraus folgende Verfassungssystem absichern, dass die Bundesregierung jeden Eingriff auf das Individuum der einzelnen US-Staaten überprüft, während die US-Staaten exzessive föderale Macht gegen das Individuum überprüfen würden. Und während Begrenzungen zweifellos effektiver sein würden als bis dahin, gäbe es dennoch viele Schwierigkeiten und Probleme in Calhouns Lösung. Wenn ein nachrangiges Interesse tatsächlich rechtmäßig ein Veto über die diesbezügliche Sache auslösen sollte, warum sollte es dann nur auf Bundesstaaten angewendet werden? Warum sollte die Vetofunktion nicht auf Länder, Städte und Stadtbezirke übertragen werden? Ferner sind Interessen nicht nur örtlich, sondern auch beruflich, sozial etc. einteilbar. Was ist mit Bäckern oder Taxifahrern oder Menschen aus anderen Berufen? Sollte diesen kein Vetorecht bezüglich ihres eigenen Lebens erlaubt sein? Dies bringt uns zu dem wichtigen Punkt, dass die Annullierungstheorie ihre Prüfungen zu Institutionen des Staates selbst begrenzt. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Federal und State Governments und deren bezügliche Abzweigungen immer noch Staaten und immer noch eher durch ihre eigenen staatlichen Interessen gesteuert sind, als durch Interessen privater Bürger. Was ist damit, das Calhoun-System davor zu bewahren, genau andersherum zu funktionieren, also vor einzelnen US-Staaten, die ihre Bürger tyrannisieren und das Widerspruchsrecht nur der Bundesregierung zugestehen, wenn sie versucht, zu intervenieren, um genau diese einzelstaatliche Tyrannei zu stoppen? Oder für Einzelstaaten, sich die föderale Tyrannei gefallen zu lassen? Was ist mit dem Schutz davor, dass Bundesregierung und US-Staaten gegenseitige vorteilhafte Allianzen bilden, um gemeinsam die Ausbeutung ihrer Bürger zu betreiben? Und selbst wenn die privaten, berufsbezogenen Gruppierungen etwas wie eine Art funktionaler Vertretung in der Regierung bilden könnten, was ist mit dem Schutz davor, dass sie den Staat dazu missbrauchen, um Hilfsgelder und andere besondere Privilegien für sich selber zu erringen oder gar ihre eigenen Mitglieder mit zwangsweise verhängten Kartellen auszubeuten? Kurz gefasst, Calhoun führt seine wegweisende Theorie über Konkurrenz nicht weit genug. Er bricht sie nicht auf das Individuum selbst herunter. Wenn das Individuum nach allen Überlegungen dasjenige ist, dessen Rechte zu schützen sind, dann müsste eine konsistente Theorie der Konkurrenz das Vetorecht für jedes Individuum fordern, also eine Art Einstimmigkeitsprinzip. Wenn Calhoun schrieb, dass es unmöglich sein sollte, die Regierung ohne den konkurrierenden Konsens aller in Handlung zu setzen,
hatte er vielleicht unabsichtlich gerade eine solche Schlussfolgerung vorausgesetzt. Aber so eine Spekulation könnte uns von der eigentlichen Sache ablenken, denn entlang dieser Theorie lassen sich politische Systeme überhaupt nur noch schwerlich als Staaten bezeichnen. Um nur eine Sache zu nennen, gerade wie das Recht der Annullierung für einen Staat logischerweise sein Recht auf Sezession bedeutet, so würde ein individuelles Recht das Recht jedes Einzelnen aus dem Staat zu sezedieren bedeuten, unter dem er lebt. So hat der Staat beständig ein beachtliches Talent für die Expansion seiner Stärke gezeigt, bis hinter jegliche Beschränkung, die eigens gegen diese Macht eingerichtet wurde. Da der Staat notwendigerweise durch zwanghafte Konfiskation vom privaten Kapital lebt und weil seine Expansion notwendigerweise immer größere Eingriffe auf private Individuen und private Unternehmen einbindet, müssen wir feststellen, dass der Staat tiefgreifend und schon an sich antikapitalistisch ist. In dem Sinn, dass der Staat heutzutage das Exekutivkomitee der herrschenden Klasse sei, vorgeblich wegen der Kapitalisten, ist unsere Position das Gegenteil des marxistischen Diktums. Der Staat als die Organisation des politischen Mittels bildet und ist stattdessen die Quelle der herrschenden Klasse, besser herrschende Kaste, und ist in permanenter Opposition zu echtem privatem Kapital. Wir können deshalb mit de Jouvenil sagen, nur diejenigen, die nichts anderes wissen als das aus ihrer eigenen Zeit, die komplett im Schatten der Art des Verhaltens der Macht durch Tausende von Jahren sind, würden diese Prozesse, Nationalisierung, die Einkommenssteuer etc., als die Früchte einer besonderen Klasse von Lehren ansehen. Sie sind tatsächlich die normale Manifestation von Macht und unterscheiden sich in ihrer Natur überhaupt nicht von Heinrich dem VIII. Von England, Konfiskation bei der Auflösung der Klöster. Das gleiche Prinzip arbeitet auch hier. Der Hunger nach Autorität, der Durst nach Ressourcen. Und in allen dieser Operationen sind die gleichen Merkmale vorhanden, einschließlich der reißenden Aufständerung der Verteiler der Ausbeute. Ob es Sozialisten sind oder nicht, Macht muss immer mit den kapitalistischen Autoritäten im Krieg stehen und die Kapitalisten von ihrem akkumulierten Wohlstand ausplündern. Dabei befolgt es nur das Gesetz seiner eigenen Natur. Fünftens. Was der Staat fürchtet. Was der Staat über alles andere fürchtet, ist natürlich jedwede fundamentale Gefährdung der eigenen Macht und eigenen Existenz. Der Niedergang eines Staates kann hauptsächlich über zwei Wege erfolgen. A. Durch Eroberung eines anderen Staates oder B. Durch revolutionären Umsturz seiner eigenen Bürger. Kurz, durch Krieg oder Revolution. Krieg oder Revolution als die zwei grundsätzlichen Gefährdungen entfachen bei den staatlichen Herrschern stets ihre maximalen Bemühungen und ihre maximale Propaganda zu den Menschen. Es muss, wie bereits ausgeführt, immer jede Möglichkeit genutzt werden, um die Menschen, in deren Glauben, dass sie sich selbst verteidigen würden, für die Verteidigung des Staates zu mobilisieren. Die Täuschung dieser Idee wurde offenbar, als die Wehrpflicht auch gegen jene angewendet wurde, die es ablehnten, sich selbst zu verteidigen und deshalb gezwungen werden mussten, beim staatlichen Militär mitzumachen. Es ist wohl unnötig hinzuzufügen, dass ihnen für sich selbst meist keine Verteidigung gegen diesen Akt ihres eigenen Staates erlaubt gewesen ist. Im Krieg wird die staatliche Macht bis zum Äußersten getrieben und unter den Schlagwörtern Verteidigung und Notstand kann sich eine Tyrannei über das Volk entfalten, während in Friedenszeiten das Volk dem noch offen widerstehen kann. Krieg liefert dem Staat also viele Vorteile und jeder moderne Krieg brachte der kriegsführenden Gesellschaft dauerhafte staatliche Altlasten. Darüber hinaus liefert Krieg einem Staat verführerische Gelegenheiten zur Eroberung von Land, in dem erstmals effektiv ihr Machtmonopol ausgeübt werden kann. Randolph Byrne traf sicherlich die korrekten Worte. Krieg ist die Gesundheitskur des Staates. Aber für jeden einzelnen Staat buchstabiert sich ein Krieg entweder wie Gesundheit oder wie schwere Verletzung. Wir können diese Hypothese testen, dass der Staat an seinem eigenen Schutz weit mehr interessiert ist als an dem seiner Bürger mit der Frage, welche Kategorie von Verbrechen verfolgt und bestraft der Staat am meisten? Die gegen private Bürger oder diese gegen sich selbst? Die schwerwiegendsten Verbrechen im staatlichen Strafenlexikon sind fast nie Vergehen an privaten Personen oder deren Eigentum, sondern es sind Angriffe auf das eigene, selbstgefällige Behagen des Staates, zum Beispiel Hochverrat, Desertation eines Soldaten zum Feind, Verweigern des Wehrdienstes, Subversion und subversive Verschwörung, Attentate auf Herrschende und solche ökonomischen Verbrechen gegen den Staat wie Fälschung der staatlichen Währung oder das Hinterziehen seiner Einkommenssteuer.
Oder man vergleiche das Ausmaß des Eifers, das aufgebracht wird, einen Menschen zu fassen, der einen Polizisten angegriffen hat, mit der Lässigkeit, die der Staat zum Schutz vor Angriffe auf einen gewöhnlichen Bürger aufreibt. Kurios erscheint auch, dass der Staat sich oft vor der Öffentlichkeit wegen der angeblichen Dringlichkeit seiner eigenen Verteidigung rechtfertigt und sich nur wenige Menschen an der Inkonsistenz des Staates und seinen verfehlten moralischen Zielen stören. Sechstens, wie Staaten miteinander in Beziehung stehen. Seitdem die territorialen Gebiete auf der Erde unter den verschiedenen Staaten aufgeteilt sind, müssen interstaatliche Beziehungen eine Menge Zeit und Energie des Staates in Anspruch nehmen. Die natürliche Tendenz des Staates, seine Macht auszuweiten, sowie die äußerlichen Aktivitäten, sprich die Expansion durch Eroberung territorialer Gebiete, erfordert entsprechenden Einsatz staatlicher Kräfte. Solange ein Gebiet staatenlos oder unbewohnt ist, zieht jede solche Ausdehnung einen inhärenten Interessenskonflikt zwischen einer Garnitur von staatlichen Herrschern und anderen hervor. Nur eine Gruppe von staatlichen Herrschern kann ein Gewaltmonopol über ein bestimmtes Territorium und zu einer bestimmten Zeit erzielen. Vollständige Macht über ein Territorium durch den Staat X kann nur durch Verdrängen von Staat Y erreicht werden. Obwohl Krieg risikoreich ist, besteht doch durch das Taktieren mit diplomatischen Allianzen und Koalitionen zwischen Staaten eine immerwährende Tendenz dazu, nach Perioden des Friedens in solchen Zustand wieder einzutreten. Wir haben gesehen, dass der innerbetriebliche oder häusliche Versuch, den Staat einzuschränken, im 17. bis 19. Jahrhundert mit Verfassungskonstruktionen seine bemerkenswerteste Form erreichte. Seine externen Gegenstücke oder die außenpolitischen Beziehungen waren die Entwicklung des internationalen Rechtes, wie insbesondere solche Sachen wie Kriegsrechte und Neutralitätsrechte. Teile des internationalen Rechtes waren ursprünglich rein privat. Sie erwuchsen überall aus den Bedürfnissen von Kaufleuten und Händlern, um ihr Eigentum zu schützen und ihre Konflikte zu lösen. Beispiele sind das Seerecht und das Handelsrecht. Aber selbst die vom Staat ausgedehnten Normen entstanden freiwillig und waren nicht durch irgendeinen internationalen Superstaat verhängt worden. Das Objekt der Kriegsrechte war zwischenstaatliche Zerstörung auf Kosten des Staatsapparates selbst zu begrenzen und dabei die unschuldige bürgerliche Öffentlichkeit vor Abschlachterei und Verwüstung zu bewahren. Die Sache der Entwicklung von Neutralitätsrechten war es, den privaten und zivilen internationalen Kommerz, besonders in feindlichen Ländern, vor Beschlagnahme von einer der kriegsführenden Parteien zu beschützen. Das vorrangige Ziel war es also, die Auswüchse der Kriege zu begrenzen, besonders seine schlimmen Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung der neutralen Länder und auch in den Ländern, in denen der Krieg wütete. Der Jurist F.J.P. Veal beschreibt reizend die kurze Blütezeit solcher zivilisierten Kriegsführung im 15. Jahrhundert in Italien. Die reichen Bürger und Kaufleute des mittelalterlichen Italiens waren zu sehr damit beschäftigt, Geld zu verdienen und das Leben zu genießen, um die Mühen und Gefahren des Soldatenlebens auf sich zu nehmen. Daher gingen sie dazu über, Söldner anzuheuern, die das Kämpfen für sie übernahmen. Und da sie sparsame und geschäftstüchtige Leute waren, entließen sie die Söldner sofort, nachdem sie auf ihre Dienste verzichten konnten. Kriege wurden also mit Armeen geführt, die für jeden Feldzug angeheuert wurden. Zum ersten Mal wurde das Soldatenleben zu einem vernünftigen und vergleichsweise harmlosen Beruf. Die Generäle jener Zeit taktierten gegeneinander, häufig mit außergewöhnlichem Geschick, aber wenn einer einen Vorteil errungen hatte, zog sich sein Gegner im Allgemeinen entweder zurück oder kapitulierte. Es war eine anerkannte Regel, dass eine Stadt nur dann geplündert werden durfte, wenn sie Widerstand geleistet hatte. Immunität konnte immer nur durch die Zahlung eines Lösegelds erkauft werden. Als eine natürliche Konsequenz leistete keine Stadt jemals Widerstand, da es offensichtlich war, dass eine Regierung, die zu schwach war, um ihre Bürger zu verteidigen, deren Loyalität verwirkt hatte. Zivilisten hatten nur wenig vor den Gefahren eines Krieges zu befürchten, da diese nur die Berufssoldaten betrafen. Die nahezu absolute Separation der privaten Zivilbevölkerung von staatlichen Kriegen des 18. Jahrhunderts in Europa wird von Neff herausgestellt. Selbst der Postverkehr wurde in Kriegszeiten nicht lange erfolgreich eingeschränkt. Briefe zirkulierten ohne Zensur mit einer Freiheit, die den Geist des 20. Jahrhunderts in Erstaunen versetzen. Die Untertanen zweier kriegsführender Nationen sprachen miteinander, wenn sie sich trafen. Und wenn sie sich nicht treffen konnten, tauschten sie sich einander nicht als Feinde, sondern als Freunde miteinander aus.
Die moderne Vorstellung, dass die Untertanen eines feindlichen Landes für die kriegerischen Handlungen ihrer Herrscher mitverantwortlich seien, existierte kaum. Ebenfalls hatten die kriegsführenden Herrscher keine feste Veranlagung dafür, die Kommunikation mit Untertanen des Feindes zu unterbrechen. Die alten inquisitorischen Praktiken der Spionage im Zusammenhang mit religiöser Verehrung und Glauben waren am Verschwinden und eine vergleichbare Inquisition in Verbindung mit politischer oder wirtschaftlicher Kommunikation wurde überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Pässe wurden ursprünglich dazu entworfen, um in Kriegszeiten ein sicheres Geleit zu gewährleisten. Während des Großteils des 18. Jahrhunderts kam es den Europäern selten in den Sinn, ihre Reisen in einem fremden Land abzubrechen, gegen das ihr eigenes Land gerade kämpfte. Und da der Handel für beide Parteien zunehmend als vorteilhaft erkannt wurde, stand der Kriegsführung des 18. Jahrhunderts ebenso ein beträchtlicher Anteil an Handel mit dem Feind gegenüber. Wie weit Staaten Regeln der zivilisierten Kriegsführung im 20. Jahrhundert überschritten haben, muss hier nicht weiter untersucht werden. In der modernen Ära des totalen Krieges, kombiniert mit der Technologie der Massenvernichtung, scheint die wirkliche Idee, den Staatsapparat in seiner Kriegslüsternheit zu begrenzen, noch altmodischer und überholt zu sein, als mit den ursprünglichen Ideen der Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn Staaten nicht im Krieg stehen, sind oft Vereinbarungen notwendig, um Reibereien auf ein Minimum zu halten. Eine Doktrin, die kurioserweise weite Akzeptanz gewann, ist die vorgebliche Unverletzbarkeit der Abkommen. Dieses Konzept wurde als Gegenstück der Unverletzbarkeit von Verträgen behandelt. Aber ein Abkommen und ein aufrichtiger Vertrag haben nichts miteinander gemein. Ein Vertrag überträgt Eigentumstitel in einer präzisen Art und Weise. Da aber ein Staat in keinem maßgeblichen Sinn sein Territorium besitzt, gewähren jegliche Vereinbarungen, auf die sich Staaten verabreden, keine Eigentumsrechte. Wenn zum Beispiel Herr Meier sein Land an Herrn Schmidt vergibt oder verkauft, dann können Meyers Erben nicht einfach Schmidts Erben übergehen und das Land als ihr rechtmäßiges beanspruchen. Der Eigentumstitel wurde bereits übergeben. Verträge des alten Meier sind automatisch bindend, auch für junge Meier, da der erstere bereits die Eigentumsrechte übergeben hat. Junge Meier haben daher keinen Anspruch auf Eigentum. Junge Meier können nur das beanspruchen, was sie vom alten Meier geerbt haben, und alte Meier können nur das Eigentum hinterlassen, welches sie noch besitzen. Aber wenn an einem bestimmten Tag die Regierung von, sagen wir, Ruritanien von der Regierung von Valdavia gezwungen oder gar bestochen würde, ihr Territorium aufzugeben, ist es absurd zu behaupten, dass die Regierungen oder die Bewohner der beiden Länder aufgrund der Unverletzlichkeit eines staatlichen Abkommens für immer vom Anspruch auf Wiedervereinigung von Ruritanien ausgeschlossen seien. Weder die Menschen noch das Land von Nordwest-Ruritanien wird von einem der beiden Regierungen besessen. Eine Regierung kann natürlich nicht durch die Erblast der Vergangenheit eine spätere Regierung durch ein Abkommen binden. Eine revolutionäre Regierung, die den König von Ruritanien stürzt, könnte gleichermaßen schwerlich dafür herhalten, für die Kriegshandlungen oder Schulden des Königs zu bezahlen, da eine Regierung nicht, wie ein Kind, der wahre Erbe des Eigentums seiner Vorfahren ist. 7. Geschichte als Wettrennen zwischen staatlicher und sozialer Macht. Gerade wie die beiden grundsätzlichen und sich gegenseitig ausschließenden wechselseitigen Beziehungen zwischen Menschen, friedliche Kooperation oder zwanghafte Ausbeutung, Produktion oder Raub sind, so kann die Geschichte der Menschheit, insbesondere seine ökonomische Geschichte, als ein Kampf zwischen diesen beiden Prinzipien betrachtet werden. Einerseits gibt es kreative Produktivität, friedlichen Austausch und Kooperation, andererseits erzwungene Kommandowirtschaft und Raub über diese sozialen Beziehungen. Albert J. Nock bezeichnete geschickterweise diese streitenden Kräfte soziale Macht und staatliche Macht. Soziale Macht ist des Menschen Macht über die Natur, seine kooperative Verwandlung natürlicher Ressourcen und die Einsicht in die Gesetze der Natur zum Vorteil aller teilnehmenden Individuen. Soziale Macht ist die Macht über die Natur, den durch gegenseitigen Tausch von Menschen erreichten Lebensstandard. Staatliche Macht ist, wie wir gesehen haben, die erzwungene und parasitische Besitzergreifung dieser Produktion. Eine Entleerung der Früchte der Gesellschaft zugunsten nicht produktiver, eigentlich antiproduktiven Machthaber. Während soziale Macht Macht über die Natur ist, ist staatliche Macht Macht über Menschen. Durch die Geschichte haben menschliche produktive und kreative Kräfte die Natur über die Zeit immer wieder in neuen Wegen zum menschlichen Vorteil gestaltet. Dies ist in Zeiten der Fall gewesen, solange soziale Macht der staatlichen Macht davonschoss.
Und solange das Ausmaß der staatlichen Beeinträchtigung über die Gesellschaft beträchtlich kleiner gewesen ist. Aber nach einer größeren oder kleineren Zeitspanne hat sich der Staat immer in diese Bereiche bewegt, um die soziale Macht aufs Neue zu verkrüppeln und zu konfiszieren. Im 17. bis ins 19. Jahrhundert gab es in vielen westlichen Ländern Zeiten beschleunigter sozialer Macht und in einer daraus logischen Folge auch wachsende Freiheit, Frieden und materiellen Wohlstand. Das 20. Jahrhundert ist hingegen in erster Linie ein Zeitalter gewesen, in dem die staatliche Macht aufgeholt hat, mit einer konsequenten Rückentartung zu Ausbeutung, ähnlich Sklaverei, Krieg und Zerstörung. In diesem Jahrhundert stellte sich das menschliche Rennen erneut der bösartigen Herrschaft des Staates, einem Staat, der seine Bürger konfisziert und nun so mit den Früchten menschlicher, kreativer Macht bewaffnet, dass er seine eigenen Ziele pervertiert. Die letzten wenigen Jahrhunderte waren Zeiten, in denen Menschen versuchten, Verfassungen und andere Begrenzungen einzuführen, um den Staat vom Missbrauch seiner Macht abzuhalten. Nur waren solche Bemühungen stets zum Scheitern verurteilt. Von all den zahllosen Formen, die Regierungen über die Jahrhunderte eingenommen haben, von allen Konzepten und Institutionen, die ausprobiert wurden, hat keine den Staat erfolgreich zurückhalten können. Das Problem des Staates ist erwiesenermaßen so weit von einer Lösung entfernt, wie es immer war. Vielleicht müssen erst neue Wege der Untersuchung entdeckt werden, wenn die erfolgreiche, endgültige Lösung über die Frage des Staates jemals erlangt werden kann.